Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich heiße Daniela und nenne mich hier auf YouTube Kampfischdame. Und ich freue mich, dass du bei diesem Video eingeschaltet hast. Meine Stimme ist leider noch nicht ganz da. Wir haben ja gerade Corona-Ferien. Und dadurch hatten wir uns den letzten Freitag, den letzten Krippentag, noch schön Kinderkrankheiten mit nach Hause geschleppt. Keine Angst, kein Corona. Und ja, seit anderthalb Wochen haben wir jetzt beide flach gelegen. Erst meine Tochter und dann wir. Inzwischen kommt meine Stimme wieder, dass ich jetzt endlich das Q&A für euch abdrehen kann. Und ihr seht, ich bin mal wieder in meinem Fischzimmer, in meiner Videoecke. Und habe mal hier ganz dezent hingeschrieben Werbung. Ich hoffe, man kann es lesen. Also wenn ich jetzt Produkte in diesem Video nenne, dann ist das Werbung, die ist unbezahlt, ungefragt. Alle Produkte habe ich selbst gekauft. Wenn ich ein Produkt euch vorstelle, was ich nicht selbst gekauft habe, dann würde ich das nochmal extra erwähnen. Alle Sachen, die ich euch sonst sage, jetzt findet ihr auch in der Infobox, sonst auf meiner Webseite kampfischdame.de oder auf Facebook kampfischdame. Und wenn ihr mehr Fragen habt oder Probleme mit euren Kampffischen, dann kommt gerne in unsere Facebook-Gruppe, die heißt die Kampffischgruppe. Da sind ganz viele liebe, nette Leute und wir sind zum Glück noch so eine kleine Kaffeerunde, nenne ich es jetzt mal. Das heißt, da ist noch nicht so viel Stunk wie in den anderen Gruppen. Kommt natürlich auch mal vor, aber wir Mods, unter anderem Shay und der Alex, wir kümmern uns eigentlich relativ gut darum, dass das so groß wie möglich zu vermeiden. Genau, in diesem Sinne, ich habe mir hier ein Glas Cola mit Eis noch dazu geholt, weil ich wirklich immer noch mich räuspern muss. Deswegen entschuldigt diesen Umstand erstmal und meine piepsige Stimme. Ich glaube, das hört sich total lustig an. Ich habe mir jetzt hier auf meinem Handy die YouTube-App geöffnet mit allen Kommentaren von euch und ich weiß gar nicht, wann die Fragen so richtig anfingen. Ich mache das Video jetzt gerade auch total spontan und es waren echt gute Fragen dabei und ich gehe jetzt einfach mal ganz entspannt durch. Hier Werbung, ne? Das ist aber mein Eigentum, selbst gekauft. In diesem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video und los geht's. Ja, die erste Frage war zu einem Video, was das Zuchttagebuch beinhaltet. Und ich möchte erstmal so ganz locker anfangen, weil so ein Q&A muss man auch irgendwie starten. Und die erste Frage von Lafou ist, ich finde deine Zucht sehr schön, vielen Dank erstmal, und von wo kommst du? Also ihr habt ja vielleicht meinen Kanal so verfolgen gesehen, wir sind umgezogen, endlich habe ich hier ein Riesenzimmer für mich alleine, so ein bisschen Frauenzimmer, weil Waschmaschine und sowas steht hier natürlich auch, und ich habe mir jetzt den Traum erfüllt von einem eigenen Fischzimmer, die mich länger verfolgen. Ihr wisst ja, dass ich das im Dachboden erst hatte, dann in unserem Wohnzimmer. Zwischenzeitlich hatte ich ja dann wieder im Wohnzimmer einen kleinen Kallax, da hatte ich drei Becken und das Kallax-Regal. Verlinke ich euch auch gerne unten in der Infobox. Und vor 10 Jahren, ja, zu meiner Ausbildung hatte ich auch schon mal so ein Regal, aber ein kleineres. Und vor 15 Jahren circa, als ich so angefangen habe, wo ich mein erstes Importpärchen importiert habe aus Thailand. Da hatte ich 4 Pärchen importiert, da hatte ich das Ganze in meinem Kinderzimmer. Genau, so hat das Ganze angefangen und inzwischen wohne ich im Umland von Bremen. Bremen ist so die große Anlaufstelle und wer mich besuchen möchte, gerne auf einen Kaffee vorbeikommen.
Ich habe hier nichts zu verstecken, also wenn ihr euch die Zuchtanlage gerne anschauen wollt, dann schreibt mir gerne, aber jetzt nicht hier, dass hier 100 Leute schreiben. Also wenn ihr hier im Umland wohnt oder ja, man kann sich ja ein bisschen tickern und wenn man sich versteht, dann lade ich gerne hier Leute ein, um sich das anzugucken oder wenn ihr Interesse an einem Tier habt, natürlich auch. Hallo, cooles Video. Hast du das Becken mit den Trennwänden selber geklebt oder hast du es irgendwo gekauft? Bräuchte auch so eins. Gruß, Tommy. Dir habe ich schon geantwortet, dass ich das selbst gemacht habe. Und dann hast du noch gefragt, wie lang ist das Becken, aus was hast du die Trennwände gemacht? Circa ein Wände, das ist dieses Becken hier, das ist 1 Meter Wand und die Trennwände sind Plexiglas. Die habe ich bestellt beim großen A, kann ich euch sonst auch noch verlinken. Da gibt es eine Firma, da könnt ihr die Maße, die ihr braucht, dazu schreiben und dann schneiden die euch zu. Ich habe jetzt so ein glänzendes Schwarz genommen, leider löst sich hier schon an manchen Stellen das Silikon, da habe ich wahrscheinlich nicht gut genug geklebt. Ich bin ja auch kein Profi in diesem Fall. Aber für Separation reicht das vollkommen aus. Also für den Privatgebrauch würde ich das, glaube ich, beim Glaser machen lassen. Der kann auch mit Plexiglas wahrscheinlich umgehen. Genau. Eine Frage zur Zucht von Toastbrot TV. Die hatte ich auch schon bereits geantwortet. Wie wechselst du das Wasser, ohne die Babys einzusaugen? Also ich nehme da diese ganz normalen Luftschläuche, die man für die Lufthebefilter zum Beispiel benutzt. Und man kennt ja diese Saugtechnik und man hält dann einfach am Schlauch unten den Finger davor und lässt ihn dann so ganz langsam immer ab. Und dann kann man mit ganz viel Geduld und viel Zeit das auch hinkriegen, dass kein Baby eingesaugt wird. Da ich gerne das Becken relativ sauber haben möchte und die Fluseln einsaugen möchte in den ersten Wochen, mache ich das ohne Seidenstrumpf. Aber manche nehmen dann einfach von so einem Frauenstrumpf, von so einer Feinstrumpfhose ein Stück und machen das über den Sauger oder man kann auch einen Sprudelstein nehmen, den drauf tun, dann kommt das Wasser natürlich auch raus. Hallo, Sifol. Kann man von dir einen Kampffisch kaufen? Finde deine einfach mega und deine Videos sind auch die besten. Liebe Grüße. Vielen Dank, die hatte ich auch schon geantwortet. Am besten den Kanal hier so ein bisschen verfolgen. Ich poste jetzt auch die Abgabetiere hier regelmäßig als Video und die Bilder findet ihr auf meiner Webseite. Verlinkt, aktuell nicht. Oder auf eBay Kleinanzeigen, Werbung oder auf Facebook. Marvin, hallo, erstmal vorab, tolles Video und ich finde deine Anlage einfach nur geil und werde es sehr wahrscheinlich nachbauen. Ich hätte noch eine Frage. Du hast ja vor kurzem einen Stream erzählt, dass du ein zweitplatziertes Tier ergattern konntest. Wie bzw. wo werden denn Betas platziert bzw. wo findet sich solch Wettbewerb statt? Da hatte ich dir auch schon geantwortet, das ist unterschiedlich. In Deutschland gibt es unter den Better Freaks öfters mal Veranstaltungen. Oder auch in den Niederlanden, da sind das Better... Auf jeden Fall macht das Joep van Esch unter anderem. Könnt ihr auf jeden Fall auch mal seinen YouTube-Kanal auschecken. Der macht echt hochqualifizierte Videos, also nicht so ein Schmarrn, wie ich hier mache. Der trägt die unter anderem mit aus und es gibt einen, Betas for All nennt sich das, Standard und einen Better Freaks Standard. Also die beiden Gruppen haben so verschiedene Standards und wenn du da mitmachen möchtest, da gibt es dann immer Zeitfenster, wo man sich anmelden kann mit einer gewissen Anzahl an Fischen. Und wenn du diesen Anmeldezeitraum erwischst und dich davor informierst, ja, da sind die Plätze wirklich mal ratzfatz weg, dann kannst du dann da teilnehmen. Eine Startgebühr ist meistens pro Fisch zwischen 3 und 5 Euro, also vollkommen okay. Natürlich musst du die Fische auch hinbringen, dementsprechend vorher da sein und man kann sie auch mit anderen Leuten hinbringen lassen, aber dann müsstest du die Leute natürlich auch kennen. Ich wollte dieses Jahr auch teilnehmen, aber die Zucht hat leider nicht so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe, und da die Better Show im Mai wäre,
hätte ich das jetzt nicht geschafft. Genau, und der Better Freaks Wettbewerb, der findet in Hessen statt und der in den Niederlanden, ich glaube in Venlo in der Nähe. Also relativ gut so in Deutschland zu erreichen, und natürlich gibt es auch in den USA und so weiter Wettbewerbe, und meiner wurde in Thailand wohl als Zweitplatzierter gewertet. Ich habe leider keine Urkunde darüber, aber ich habe sie gesehen und ja, was man damit am Ende des Tages draus macht, ist jedem selbst überlassen. Ich finde ihn ganz gut als Zuchttier und deswegen ja, habe ich ihn auch genommen. Animal House hat gefragt, wie viele Bettas überleben es pro Zucht ungefähr? In Klammern, es würden ja sicherlich auch Jungtiere sterben. Ich will demnächst auch mit der Zucht anfangen. Die hatte ich auch schon geantwortet, und zwar ist das in der Regel so 50% Überleben vom Schlupf bis Verkauf. Die Rate kann bei einigen natürlich höher sein und bei anderen geringer. Also trotzdem solltet ihr euch so vorbereiten, dass ihr schon 100 Jungtiere separieren müsst in Umständen. Ich habe auch schon von 500 Tieren gesehen und gelesen. Also es ist total unterschiedlich. Es kommt auch darauf an, wie die Tiere konditioniert werden und wie die Jungtiere danach gefüttert und gepflegt werden. Ich stelle fest, wenn man viele Wasserwechsel macht, kommen tendenziell mehr Jungtiere durch. Der Nachteil ist allerdings, dass, also wenn man sie dementsprechend auch viel füttert, dass die natürlich dann auch manchmal auch daran sterben, weil sie sich überfressen haben. Genau. Und ich bin nicht der Freund von schnell, schnell aufziehen und mit 3 Monaten schon Abgabegröße. Beta Simplex, da gab es auch eine Frage von der lieben Angie. Huhu, Dani, muss man die Babys eigentlich extra aufziehen bis zu einer bestimmten Größe oder können die im Hauptbecken mit groß werden? Also bei Simplex ist es so, dass die auch in dem Elternbecken groß werden können. Da müsste es natürlich relativ gut verkrautet sein. Also ich habe da oben ja das Simplex-Becken, kann ich euch sonst auch nochmal verlinken, findet ihr auf meinem Kanal einige Videos dazu. Wenn viele Versteckmöglichkeiten da sind, dann können die sich auch so vermehren. Man muss natürlich dann halt auch Artemia füttern oder Kleinstlebewesen im Becken haben. Das ist meistens relativ schwierig umzusetzen, wenn die Tiere keine Artemia fressen. Es gibt aber genügend Beta-Arten, die auch in so großen Becken dann aufgezogen werden. Kampfkralle 7 hat gefragt, gibt es eigentlich irgendwo eine Seite, wo die verschiedenen Farbnamen stehen? Ich suche irgendwie verzweifelt. Ja, also es gab mal eine Seite, ich hatte die ja schon geantwortet, aber ich kenne keine. Google ist dein Freund, und man kann aber auch bei Your schauen auf der Webseite. Der hat, glaube ich, auch ein paar veröffentlicht. Es ist aber wirklich schwierig. Es gab mal eine Seite, da waren die wirklich so schön säuberlich aufgelistet. Leider gibt es die Seite nicht mehr. Der Betreiber hat sie geschlossen, wegen DSGVO, glaube ich, unter anderem. Ja, sehr schade, aber vielleicht hat sie ja jemand irgendwo noch rumfliegen oder eine ähnliche Liste, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Colin is real hat gefragt, kann man die kleinen frisch geschlüpften Artemia auch an einen ausgewachsenen Beta verfüttern? Die hatte ich ja auch schon geantwortet, ja, kann man, aber meine fressen die nicht. Die sind denen viel zu klein. Ich glaube, das ist auch unterschiedlich, wenn man die Artemia ein bisschen größer züchtet, also dass es dann sozusagen Salinenkrebse werden, dann definitiv. Jonas24 hat gefragt, wie viele Kampffische bekommen sie immer aus einem Wurf und wie oft füttern sie ihre Jungtiere pro Tag und mit was? Also das habe ich auch schon geantwortet, aber nur kurz, deswegen nochmal ausführlich. Wie die andere Frage ist es total unterschiedlich, wie viele Kampffischbabys aus einem Wurf fallen. Zwischen 10, einen und 500 kann alles passieren. Also das kommt auch hauptsächlich auf die Tiere und die Kondition der Tiere an. Das ist wirklich eine Laune der Natur. Ich meine, es gibt ja auch Zwillings- und Drillingsgeburten bei uns Menschen, und da haben wir ja auch im Prinzip keinen Einfluss, weil das ja Zufall ist. Wie oft füttern Sie die Jungtiere pro Tag? Also ich probiere 3-mal am Tag zu füttern, morgens, mittags, abends. Morgen, abends tendenziell etwas mehr als an den anderen beiden Zeitfenstern. Umso mehr man füttert, umso mehr oder umso größer werden die Tiere,
umso schneller, umso größer werden die Tiere. So, Ding ist halt, ich füttere die Tiere mit frisch geschlüpften Artemia, Bananaworms, man kann auch Mikrowürmer geben, wobei Mikrowürmer das Problem haben, dass sie Fehlbildungen hervorrufen können. Beim Dominik, Lebenfutterspezialist, Werbung unbeauftragt, unbezahlt, kriegt man Marinekupidoden, die haben, das sind so Kleinstlebewesen, im Prinzip Plankton, die haben meine auch immer gut angenommen, habe ich jetzt aber leider noch nicht bestellt. Ich füttere immer die ersten Wochen erst mit Artemia, das ist am sichersten. Ja. Frage 1 von Niklas. Möchtest du noch andere Wildbettas halten, wie zum Beispiel Betta albimacriata? Albimagin. Ja, ich möchte noch andere Wildbettas halten, aber das sind jetzt nicht direkt Bettas. Also ich habe mir auch schon um albimacriata Gedanken gemacht. Die hat mein ansässiger Dealer. Ich bin aber noch nicht so richtig schlüssig. Ich möchte ja gerne im Wohnzimmer auch ein großes Becken haben und das soll so um die 1000 Liter, nicht zwischen 500 und 1000 Liter dann haben. Und ich möchte gerne Channas haben und die sollen eigentlich in das Becken, aber da bin ich noch so ein bisschen im Knilch mit meinem Mann, denn der hat natürlich auch würdig mitzureden und er möchte gerne Haie haben. Also es gibt ja Fische, die sehen aus wie Haie und ich wollte schon immer mal wieder ein Kaltwasserbecken haben und wir möchten auch gerne einen großen Teich, also weiß nicht wie viel 1000 Liter das ist, aber wenn man so 10 mal 5 Meter für einen Teich absteckt, kann man da auch Störe drin halten. Das war so ein Wunsch, den ich gerne immer schon geäußert habe. Deswegen, ich schweife schon wieder ab, aber deswegen weiß ich auch noch nicht, ob ich überhaupt Betta-Wildform noch weiter haben möchte. Aber natürlich habe ich da immer Interesse dran. Also ich folge Betta World, könnt ihr auf Facebook mal gucken. Eine sehr informative Seite, sie hat sehr viele Wildformen und da sind schon echt 3, 4 dabei, die ich gerne haben wollen würde, ja. Frage 2. Woher hast du das Simplex-Becken? Das habe ich mal gebraucht gekauft und ich hatte den Mann gefragt und er meinte, das sind Wels-Becken. Also für die Aufzucht von Welsen in dem Falle. Frage 3. Kannst du mal ein Video machen zum Wasserwechsel? Ja, das habe ich ja schon mal gemacht. Also falls du es noch nicht gesehen hast, schalt gerne in meine Playlist und da findest du das sicherlich. Eine Frage von Leslie. Hallo! Machst du super, danke. Habe es nicht geschafft zum Livestream, aber gucke jetzt gerade nach. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gehört habe, aber seit wann hast du mit dem ersten Kampffisch begonnen? Und wie war dein Einstieg in die Aquaristik? Liebe Grüße, Leslie. Ja, jetzt muss ich mich erstmal zurücklehnen. Und einmal was trinken. Also liebe Leslie, ich glaube, die Frage mache ich vielleicht an den Anfang, wenn ich das Video schneide. Wie bin ich zur Aquaristik gekommen? Also mein Papa hatte schon immer Fische, der hatte aber nur so ein 200 Liter Becken, wenn überhaupt. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie groß das war. Für mich war das immer riesig, aber es waren glaube ich nur so 240 Liter oder so. Kann ich mich ganz gut daran erinnern, weil das dann noch mit so einem Holzverschlag so umrandet war und es gibt glaube ich auch ein Foto davon. Ich habe es auf jeden Fall so immer vor meinem geistigen Auge. Und wenn du mit so einem Aquarium groß wirst, dann willst du selber auch mal irgendwann eins, ja. Und ich durfte damals immer nur Goldfische haben. Natürlich eigentlich im Nachhinein betrachtet gut für die Tiere, weil ein Goldfisch, du brauchst nicht auf eine Heizung zu achten, du hast so wenig Technik, wirklich wie es geht. Du brauchst nicht auf die Heizung zu achten. Die Strömung ist auch relativ Wurst. Das Becken war wirklich günstig und aus Plastik, also so ein Acrylglas-Kram.
Licht ist auch nicht so wichtig und die Pflanzen, die du drin hast, sind auch total easy peasy. Ich hatte damals auch eine Plastepflanze, weil die rosa war, mit drin. Also ja, ich hatte auch eine Plastikpflanze in rosa, aber das hat man als Kind immer. Deswegen tue ich auch nicht so drauf rumreiten, wenn da jemand in dem Becken für seine Kinder Plastiksachen drin hat. Ich finde, das war blöd für die Fische, aber man muss da nicht die Erwachsenen anflaumen im Internet oder anmeckern oder denen die an den Pranger stellen und wie kannst du nur du mit einem erhobenen Zeigefinger. Mache ich ungern, weil ich selbst als Kind gerne haben wollte. Und ich meine, diese SpongeBob-Figuren sind ja total süß. Ja, ich habe auch hier in einem Becken, oder ich hatte auch in meinem Becken solche Dino-Figuren, weil ich die einfach toll fand. Schande über mein Haupt. Es waren aber so ein bisschen solche aus Stein, was auch immer, angemalt. Also ja, die sind jetzt auch nicht mehr im Becken. Die habe ich jetzt hier irgendwo im Schrank stehen. Ja, meine Stimme lässt schon nach. 23 Minuten am Stück. Ich werde das nachher verfluchen, dass ich das heute gemacht habe. Ja, dann hatte ich meine Goldfische. Ich hatte so Schleierschwanz-Goldfische. Ja, und irgendwann willst du natürlich mehr. Ja, du siehst ja das andere Becken von deinem Papa und der hat dann Fadenfische drin und Skalare und was weiß ich, was damals immer noch mit drin rumgeschwommen ist. War wirklich so eine Fischsuppe und Neons wollte ich unbedingt haben und dies und das und jenes. Und ich durfte aber immer nur ein 30 Liter Aquarium haben, weil mein Zimmer war natürlich sehr klein. Also wenn ich das jetzt so rechne bis zum Ende und dann nochmal einen Meter dran, also das ist so ein Schlauch gewesen und Bett, Schreibtisch, Schrank, dann war das Zimmer voll. Und da konnte ich natürlich kein 100 Liter Aquarium da mir noch hinstellen. Dementsprechend war ich auf die 30 Liter so gefesselt. Und dann habe ich Kampffische gesehen bei unserem lokalen Zoofachhandel. Ja, natürlich habe ich hier ein Männchen und zwei Weibchen gekriegt. Das eine Weibchen war dann ein Männchen. Und dann habe ich glücklicherweise schon Zugriff zum Internet gehabt und habe mich dann darüber belesen, im Kampffischforum damals noch. Da hatte ich mich dann als Kampffischdame registriert, daher kommt nämlich auch der Name. Und dann habe ich erstmal so mitgekriegt, wie scheiße eigentlich wir beraten worden sind. Und das eine Weibchen war dann ein Männchen. Ja, ich hatte ein blaues Whale-Tail-Männchen, vielleicht blende ich ja hier ein Bild ein. Und ja, die habe ich dann getrennt. Und dann ist die Sucht entstanden. Also dann kam noch ein Männchen dazu, so ein Crown-Tail in rosa. Dann habe ich mein erstes 50er Becken gekauft und das unterteilt und dann meinen ersten Zuchterfolg und bla bla bla. Bis ich dann halt ausgezogen bin. Also ich habe, glaube ich, mit 14 oder 15 damit Kampffischen angefangen und habe mich da immer weiter reingelesen. Genau. Hast du schon Aquarien? Seit wann züchtest du Kampffische? Die erste Frage habe ich ja beantwortet. Und seit wann züchtest du Kampffische? Also ich glaube 2014 oder so habe ich angefangen oder 2004, ich weiß es nicht. Irgendwie so in den Dreh hatte ich meinen ersten Zuchterfolg. Richtig züchten, das war mit Pausen, weil ich ja umgezogen bin und dann noch eine Ausbildung gemacht habe. Da habe ich nicht gezüchtet, weil ich den ganzen Tag unterwegs war. Ja, das ist auch so gut 10 Jahre her. Ja, da habe ich den ersten Mal richtig das Tier mit dem Tier verpaart, um Zuchtziel zu erhalten. Alles andere, wenn man nur einfach so verpaart, dann ist das keine Zucht, dann ist das Vermehrung. Und dann hast du eine Frage zu dem Ansatz, Essigeelchen wirklich kaufen muss oder kann man die auch selber züchten, ohne einen Ansatz zu kaufen? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil ich die Essigeelchen nicht mag. Also vielleicht schreibt da jemand in die Kommentare für dich. Oh, fragt, mach weiter so mit deinen tollen Videos. Eine Frage fürs Q&A. Was
Ist die deine liebsten maschinelle Urlaubsvertretung aka Futterautomat? Also ich hatte ja schon mal einen Futterautomaten jetzt vorgestellt von Tetra Werbung und den finde ich relativ gut, aber ich muss ehrlich sagen, wenn man jetzt nicht so viel Geld ausgeben möchte, dann tut es auch einer aus Übersee. Da habe ich einen, klar, der kann wegsterben. Ja, und was ich noch sagen wollte, wenn ihr nur eine Woche weg seid und ihr habt einen adulten, gesunden Kampffisch, dann füttert den vorher ein bisschen an und dann füttert ihr den die Woche gar nicht. Da hatte ich auch mal ein Video gemacht dazu, musst du suchen, wie füttere ich meine Kampffische im Urlaub oder so. Da habe ich das schon mal erwähnt, wie man dann vorgeht, wenn man die Tiere anfüttert und dann eine Woche fasten lässt. VV, meine Frage fürs Q&A. Wie fängt man am besten kleine Kampffischzucht an? Ich habe bereits zwei Kampffische und es lockt mich sehr, mit der Zucht irgendwann anzufangen. Also als erstes würde ich im Internet mich belesen zu Zucht. Da ist die Aufnahme abgebrochen. Ich lese aber nochmal vor von VV. Meine Frage fürs Q&A. Wie fängt man am besten eine kleine Kampffischzucht an? Ich habe bereits zwei Kampffische und es lockt mich sehr, mit der Zucht irgendwann anzufangen. Also, ich würde dir erstmal raten, dass du schaust, dass du also so mindestens 50 Sepas zur Seite stellst, mindestens zwei Glasbecken, 25 Liter ungefähr, dir zur Seite stellen kannst, dass du gewährleisten kannst, dass du täglich Wasserwechsel machen kannst bei den Sepas später. Ich mache Wasserwechsel bei den Sepas alle 3 bis 4 Tage. Dann musst du sicherstellen, dass du jeden Tag frische Artemia bereitstellen kannst, dass du Lebendfutter hast, dass die Tiere immer zwischen 24 und 26 Grad gehalten werden. Dann solltest du sicherstellen können, dass du ein Zuchtziel hast. Also ohne Zuchtziel würde ich gar nicht mehr anfangen zu züchten. Das einfachste Zuchtziel ist eine Farbe und eine Flossenform, zum Beispiel Half Moon oder Half Moon Plakat in Rot, Weiß, Schwarz. Rot ist immer am einfachsten, weil die Farbe dominant ist. Da habe ich auch schon mal erwähnt, Jörg van Esch, Better Territory, hier auf YouTube, Werbung ungefragt und bezahlt. Der macht echt tolle Videos zum Thema Genetik und auf der Webseite ist das auch echt gut dargestellt. Und du kannst da auch schauen, was er so verpaart hat und was dann rausgekommen ist. Den nächsten Tipp, den ich dir geben kann, dass du deine Tiere bei einem Züchter kaufst. Der zum Beispiel schon, ich hatte damals rote Hafenplakats gekauft und die wurden auch später bei anderen Züchtern auch prämiert und bei ihr dann auch. Und da hatte ich schon mal ein Pärchen, da hatte ich zwei Pärchen gekauft und hatte einen super Auswurf an Tieren. Leider ist ja das Männchen dann verstorben, bevor ich nochmal einen Versuch wagen konnte. Ja, deswegen habe ich mir jetzt auch wieder zwei Pärchen in Unifarben gekauft und in Hafenplakat. Crowntail und Langflosser allgemein sind relativ schwer in der Pflege. Also ich habe hier wieder ein paar Kandidaten, die langflossig sind. Die sitzen schon wieder im Sepa mit Sud, weil die Flossen relativ angegriffen wirken und ich habe noch keine Lösung, ehrlich gesagt. Ich kann da auch nicht weiterhelfen. Ich lese das immer bei uns in den Gruppen. Ich weiß nicht, warum die Tiere anfälliger sind. Wir haben ja eigentlich perfektes Wasser. Es kann natürlich jetzt daran liegen, dass das Wasser jetzt sehr aufgeklort wurde zu dieser Zeit. Ich weiß es nicht. Ich möchte auf jeden Fall mir bald eine Osmoseanlage kaufen und vielleicht das damit mal probieren. Ja. Noch eine interessante Frage zu meiner Person.
von Jupa für das Q&A. Was machst du hauptberuflich und wie viele Tiere inklusive Hund, Katze hast du? Also, was ich hauptberuflich mache, ich bin gelernte Architekturfotografin. Ich habe in Marburg gelernt und fotografiere inzwischen nur noch Neugeborene und Babys. Und Schwangere und Familien. Also ich bin so eine Familienfotografin und hobbymäßig fotografiere ich auch mal Kampffische und Architektur. Dann mache ich noch Luftbilder und Luftvideos. Videos produzieren wir auch teilweise mit Drohnen und Racing-Drohnen und Hubschraubern und bla. Das ist mein zweites Hobby, RC-Helikopter. Neben den Fischen. Und wie viele Tiere hast du? Also Fische schätze ich jetzt mal aktuell, dass ich 100 Tiere habe. Ganz grob über den Daumen gepeilt. Und 200. Ja. Und ein Kind. Okay, ich lese mir gerade echt viele Lobe zu den kampffischgerechten Wohnen durch. Da freue ich mich echt sehr darüber. Das ist Balsam für die Seele. dann hatte noch jemand, der Hallo heißt, gefragt. Hallo, ich wäre dankbar für eine Antwort. Die hatte ich auch schon geantwortet. Ich kann nicht mein 120 Liter Becken, wenn ich es in drei Teile teile, benutzen. Diese Frage kriege ich nämlich häufiger, ob man auch größere Becken teilen kann. Also tendenziell ja, aber ich würde den Wasserstand nicht höher als Hand hoch wählen. Das heißt, bei einem 120 Liter Becken hast du dann sehr viel Platz zwischen, musst du selbst wissen, ob das für dich in Ordnung ist oder nicht. Du kannst natürlich durch einen höheren Bodengrund kompensieren, aber ja. Und natürlich das Problem bei einer Teilung, dass die Tiere die Krankheiten komplett kriegen, wenn da eine drin ist. Die Fragen sind fast durch, ja. Eine Frage habe ich noch, das ist die letzte, und zwar von Steffen. Hi, tolles Video, vielen Dank. Welche Farben hatten die Elterntiere und welche Aquariengröße würdest du für einen Giant Carfi empfehlen? Die Elterntiere waren weiß, opak nennt sich die Farbe, und für einen Giant 60 Liter plus, also so ein 54 Liter Standardbecken wäre optimal. Und ja, ich hatte ja schon mal dieses perfekte Kampffischbecken gezeigt, was ja nur so 15 cm hoch ist, aber diese Fläche mal so hatte, also ich glaube 40x40 oder so. Und der Wasserstand war wirklich nur so iPhone hoch, 10 cm hoch. Und das wäre auch für einen Giant geeignet, wenn die Grundfläche schön groß ist. Was ich festgestellt habe, der Nachteil an solchen Becken ist, dass es wirklich wenige Pflanzen gibt, die man da gut einpflanzen kann, und man hat Probleme mit dem Licht. Man muss wirklich zwei Röhren draufsetzen, was natürlich für den Kaffisch wiederum nicht so toll ist. Aber das 54 Liter Standardbecken ist genau passend. Also du kannst auch einen 80er nehmen. Du musst schauen, wie das Tier sich so verhält und vielleicht sogar den Züchter fragen. Genau, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ich hoffe, ihr habt viel Spaß in den Corona-Ferien, macht das Beste draus. Ich freue mich irgendwie, dass wir das jetzt haben, weil klar, wir haben einen Garten, ja, und ich würde auch gerne Möbel und Deko shoppen fahren, ja, gebe ich ja zu, und auch Aquarien shoppen, aber ich finde es total toll, wie man sich so ein bisschen entschleunigt. Homeoffice mache ich ja so oder so schon die ganze Zeit, aber ich finde es einfach toll, dass auf einmal es geht, dass die Arbeitgeber Homeoffice machen plötzlich so. Vorher war das bei meisten gar nicht möglich, und was ich schade finde natürlich, dass die Einzelunternehmer, die nicht arbeiten dürfen, jetzt darunter leiden. Da bin ich auch als Fotografin leider von mit betroffen. Ja, er hat sich die Hände gewaschen.
Ich muss aber ehrlich sagen, dass ich das jetzt nicht ganz so schlimm finde. Klar, das Geld fehlt, aber ich habe Zeit, um Projekte umzusetzen, auch mit Kleinkind dann halt abends und so. Und muss jetzt nicht, sage ich jetzt mal, noch Kundensachen machen. Ich habe zwar noch was zum Abarbeiten, aber ich kann mich auch mal auf Webseite konzentrieren. Ich kann jetzt endlich mal ein paar Beiträge auf die Kampffisch-Dame-Webseite eingepflegt. Schaut da gerne mal vorbei. Und ich konnte endlich die Steuererklärung machen. Die habe ich schon ein paar Wochen vor mir hergeschoben. Ja, also seht es positiv, macht Dinge, die ihr sonst nie Zeit für hättet. Kauft euch ein Spiel. Ich komme zwar nicht zum Switch-Spielen, aber ja, ich spiele es jetzt dann auch öfters mal. Schaut alle Netflix-Serien. Geht in den Garten, wenn ihr einen habt. Genießt es, auf der Couch zu liegen und mal nichts machen zu müssen. Ja, ganz ehrlich, in der heutigen Zeit macht man immer irgendwie was. Nee, legt vielleicht das Handy weg oder nehmt das Handy in die Hand und guckt einfach nur stumpf YouTube-Videos an bis zum Ende. Also mal ohne Hast. Lest ein Buch oder lest euch zu Kampffischzucht im Allgemeinen ein. Lest vielleicht auch mal englische Seiten, wo ihr sonst nicht dazu kommt. Nehmt euch dazu Google Übersetzer oder irgendeine andere Übersetzungssoftware daneben und übersetzt einfach den Text stumpf und lest ihn euch durch. Jetzt habt ihr auch Zeit, ein Aquarium schön einzurichten oder mal wieder das Aquarium umzudekorieren oder ja, keine Ahnung, ihr habt Zeit. Nutzt sie positiv für euch, auch wenn ihr nur den ganzen Tag auf der Couch liegt, ja, es ist auch mal toll, nicht eine Verpflichtung zu haben. Und die in der Pflege arbeiten natürlich, im Krankenhaus, an den Supermarktkassen und so weiter, halte durch, wir schätzen das. Und eigentlich müsstet ihr auch nicht von morgens bis abends geöffnet haben, ja ganz ehrlich, diese Hamsterkäufer gehen mir auf den Sack, wir haben seit Mitte Februar einen Paket Toilettenpapierrollen, ja, und das ist immer noch halb voll. Also ich weiß nicht, was die Leute, ob die sich einwickeln oder so. Ja, und Lebensmittel kann man auch nur morgens kaufen. Und ich hoffe, dass nicht so viele Unternehmen kaputt gehen daran, dass der Bund jetzt Hilfen endlich durchbringt. Ja. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund und munter. Kommentiert, liked, teilt, was auch immer, um mich zu unterstützen, wenn ihr mögt. Und ja, in diesem Sinne sage ich einmal Tschüss.